Moin, moin und hallo! Hier ist der Jano Carozuno mit Let's Play Mastens Doomsday. Und heute ist wirklich sein Doomsday, denn jetzt werden wir gegen ihn anfangen zu kämpfen. Nein. Ernsthaft, es gibt mehr Mastens Sanctuary 1. This is Master Hand Sanctuary. The Blue Utopia with Garden are splendid. Fuck you. Nö. Ich hab mir jetzt erhofft, dass der Hack zu Ende ist. Ich flieg durch. Weil hier wird eh nichts mehr passieren. Es wird eh nichts mehr Neues kommen. Alle vorigen Level waren so ein Bullshit, da kam nie wieder was Neues. Und jetzt will auf jeden Fall mit neuen Ideen und alles ankommen. Nö, das lasse ich nicht gelten. Hat er da gerade Schluss gemacht? Wir können es uns ja mal angucken. Einfach aus Fairness. Weil, das finde ich gerade echt assi. Ich habe jetzt echt erwartet, dass ich gegen Master Engine den finalen Battle mache. Dann passiert sowas. Was macht der? Oh, der schafft Monster. Cool. Safe. Heilbrunnen. Heilbrunnen. Nein. Ich lenke das Ding. Das ist uncool. Das ist uncool. Das hätte er mit einer Box sagen sollen. Wupp, wir müssen schnell sein. Geht doch. Du gehst weg. Oh boy, oh boy, oh boy, das sieht schlecht aus. Was zur Hölle ist es, Buggy? Komm, komm. Puh, so. Los, hoch, 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 hoch. Und der schafft er aber leicht. Ihr seid nervig. Wupp. Oh, wo ist hier wohl der Pilz? Das wäre der. In der Mitte natürlich wieder. Der hat es irgendwie immer mit dem am mittelsten. Was? Docken. Springen. Hier ist natürlich nichts, weil zwei miteinander wäre Schwachsinn. So. Hoch. Mancher, da will ich nicht runterfallen, um ehrlich zu sein. Plattform. Double safe. Wow. Okay, die hätte er auch weglassen können. Dann hätte man mit einem Sprung locker geschafft. Mit Feder natürlich. Mit der Punkt. So. Hoffentlich passiert jetzt hier noch was. Nein, nicht die Renos. Die haben mir im Originalspiel nicht mal gefallen. Feder brauchen wir nicht. Ich renne jetzt einfach noch durch, weil ich will gegen Master kämpfen. Das habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Ich möchte einfach noch das jetzt Ende. Ich möchte den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse haben. Und nein, ich habe kein Safe so scheiße gesetzt. Rewind bitte. Nochmal, danke. Map. Map. Und ziel, danke. Bitte nicht so viele Level zum Schluss. Ich war so glücklich, dass es jetzt vorbei ist wahrscheinlich. Man's Master's Sanctuary in Schwei. Die Schaumentiere jetzt schon, weil ich kann. Okay. Ninji haben wir jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal in dem Hack. Und diese Schweine sind aus Super Mario Land 2. Das hat mir der liebe Black Game Cat erzählt. Und es klingelt an der Haustür. Das heißt, ich bleib mal hier stehen. Hier kommt hoffentlich kein Gegner. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Geht wieder weiter. Und nur eine kurze Unterbrechung und mal gucken. Hoffentlich werden jetzt diese Sanctuary Levels noch irgendwie was Tolles sein, oder? Weil wenn die jetzt irgendwie nichts Tolles werden, die Sanctuary Level, dann überlege ich jetzt schon, ob ich die einfach rausschneide, weil ich will den Endboss-Kampf endlich haben. Aber der Hack zieht sich und zieht sich. Das müsste jetzt schon mit ungefähr 40 oder 50 Level sein, die wir hinter uns haben. Ich kann natürlich mich auch irren, das ist total gerade übertreiben, aber nie. Ich habe nicht so lange, aber die fliegende Kraken sind ein No-Go für mich. Das heißt, da ist man gleich weg. Und das war interessant, wie ich den gerade überflogen habe. Wie man darf. Bump. Was? Ned wird nicht getroffen, das ist unlogisch. Fick dich. Ja, den hätten wir treffen müssen, logischerweise. Jetzt kommen gerade die Bugs so zum Schluss raus, das ist interessant. Das ist echt interessant, wie jetzt zum Schluss die ganzen Bugs kommen. Aber naja, was soll's. Wupp. Das wird schon. Der Hack ist halt sowieso gleich vorbei. So ungefähr noch. Ich schätze mal, es wird noch ein Sanctuary Level geben und dann kommen wir zum
Bossmaster End. Dann haben wir das endlich geschafft. Der gesamte Deck ist noch vorbei und dann können wir uns endlich wieder andere Projekte nennen. Beziehungsweise die anderen Projekte mache ich sowieso nebenbei, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Einfach ein weiteres Projekt dann reinhauen und so. Puh. Und es hat sich bis jetzt unnichts verändert. Oh, Riesengumba. Das ist was Tolles, die gefallen mir immer wieder. Riesenschildkröte gefällt mir auch. Es gibt mal wieder einen schönen Pluspunkt. Und nichts Neues. Oh, drittes. Oh ja. Und siehst du, meine Hand wieder groß geworden. Das ist scheiße. Upp. Aber das ist jetzt wieder, glaube ich, fast dasselbe Aufbau wie gerade eben. Und der ist neu. Der ist neu. Der diese Wumms schießt. Ich nenne die jetzt mal Wumms, weil ich habe keine Ahnung, wie die Dinge eigentlich heißen. Upp. Und das hier. 21, wenn wir im Bonus-Game. Wupp. Mal gucken, was brauchen wir. Wir brauchen Pilz wieder. Ach, legen wir einfach drauf los. Ich will nicht einfach direkt draufziehen, weil wir haben Saves jetzt. Hallo, wir brauchen die Leben gar nicht. Yay, 4 Leben. Ja. Und, ja, es könnte das vorletzte Level sein. Boss Gauntlet, ernsthaft. Ein Boss Rush jetzt nochmal. Das ist nicht das Ernst jetzt, ne? Dass jetzt nochmal alle Böse kommen. Oh, dieses Lied ist toll. Kirby-Musik. Risiko. Ernsthaft, es kommen alle Level. Den kann man, glaube ich, nur mit Feuer. Ja. Wir müssen jetzt jeden Boss nochmal besiegen. Das wird lustig. Das wird extrem lustig, weil da sind nämlich hier Hate-Bosse dabei. Den gab's gar nicht. Das ist eine Lüge. Oder gab's den? Gab's doch gar nicht, oder? Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass dieser Boss noch vorkam. Na komm, lass dich treffen. Oh wow, das hat... Ah, meine Feder, meine Feder. Puh, war knapp. Okay, wir hätten hier draußen eh wieder eine bekommen. Wir nehmen wieder eine Feuerblume. Und jetzt kommt, glaube ich, Ballrock. Und? Nein. Wow. Das war ein schneller Tod. So. Sichtbar, Bu. So. Wir warten. Achso, die sind mir gebackt. Oh, fuck it. Gib mir. Gib. Oh, besiegt. Yay, nächste Tür. Und warum hat der nicht dieses Skip rausgemacht, wie gerade eben? Das ist unlogisch. Am Mittelpunkt schon. Sind es wirklich nur 6 Bösse gewesen? Die Maus? Da fehlen besser. Die Maus haben sie verleichtert. Doppelhit. Wow, die Boss haben sie echt. Also diesen Boss haben sie Easy Mode gemacht. Und den habe ich gerade verkackt irgendwie. Wupp, jetzt ist er tot. Kein Grundprinzip. Ja. Aber wiederum leicht. Das ist total komisch. So, ich will Feuerblume. Komm, Ballrock bitte. Oh nein. 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 Geh hoch. Schlecht getimt. Na komm. Hier so. Ja. Geht doch. Im Hit. Erzeugt. Also der kann sich jetzt hier ziehen. Der kann jetzt den ganzen Park doch irgendwie füllen. Kann ich sogar in der Luft erwischen, wenn wir es richtig timen jetzt. Das habe ich noch nicht ausprobiert, fällt mir gerade auf. Ja, können wir. Oh, das macht den Boss easier, wenn man es mal so angeht vom Prinzip. Aber jetzt sind wir wieder einem Problem, weil wir hängen in der Sackgasse fest. So ein Bullshit. Ich glaube, wir haben es verkackt. Das schafft sich, komm. Nee, wir schaffen es. So nämlich. Er wird jetzt schon mal viel zu schnell, schon nach dem ersten Hit nähern. Es wird. Jetzt wird es einfach nur noch krank wieder von der Geschwindigkeit her. Oh boy. Das war ein Hit. Das war ein definitiv ein Hit. Das lässt sich gerade nicht gelten vom Spiel. Really?
Besiegt. Wollen nur drei Hits, das haben sie toll gemacht. Ich hasse diesen Boss. Geh mal bitte hoch. Danke. Puh, sie haben sie besser verleichtert, das finde ich gut. Sonst wäre ich jetzt ausgerastet. Ich werde die Feuerblume einmal zuerst verschwenden. Wird das immer sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die verliere. Ihr kommt auch gar nicht vor bei euch, kenne ich. Aber mich wundert es gerade, dass die zwei besseren gebracht haben, die gar nicht drin vorkamen. Mit Feuerblumen ist es eigentlich extrem schlecht, da reinzugehen. Weil mit der können wir mal aus Versehen die Panzer kaputt machen. Fuck it. Komm, gib mir meine Feder. Safe. Oh, so, Doppelhit. Und die Feuerblume will ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Alles gut, dass hier der Dispenser funktioniert. Super. Ich habe noch nie bei dem Bosskampf so einen Dispenser gesehen. Wir müssen die da mal zerstören. Warum kriegen wir rote? Immer noch. Das ist dumm. Wir brauchen andere. Eine blaue. Her damit. Noch der grüne. Jetzt können wir bestimmt noch blaue und rote, so wie ich das Spiel kenne. Nope. Yay. Und eine Tür. Bei dem haben wir es auch wie eine Tür gemacht. Der konnte sich echt nicht entscheiden. Und das Ende. Noch. Okay, den Bosskampf kriegen wir jetzt noch rein in den Part. Das passt alles. Na komm. Master Hand. Final Destination. Master Hand. Und wir haben kein Item. Super. Das ist sogar der richtige Bosskampf. Wie awesome ist das denn? Er ist sogar die Prozentanzeiger. Wie mache ich denn jetzt Schaden? Normalerweise müsste ich einfach nur raufspringen. Wo ist seine Hitbox? Hallo? Spiel? Sag bloß, wir brauchen sowas wie Feuerball oder so. Ich bin verwirrt. Wo ist seine verdammte Hitbox? Wir bringen es mal um. Ah ja, Time Up. Wir gehen zurück in Boss Gauntlet. Holen uns die und die. Gehen raus. So. Und jetzt müssen wir einen Schaden machen, hoffentlich. Weil wenn nicht, dann ist einfach verbuggt. Gott, ich habe keine Ahnung, wie man den Schaden macht. Das macht Schaden. Gut, dass ich Super Smash Bros. Gespielt habe, dadurch kenne ich seine Attacken. Was macht er als erstes? Faust. Okay. Was macht er jetzt? Ich will auch noch keine Ahnung, wie ich den Schaden machen soll, das ist die Frage. So? Nee. Das ist halt viel zu schnell, das kann man gar nicht treffen. Hm. Ich bin verwirrt. Aber der Bosskampf gefällt mir. Bis jetzt. Ich habe mir die Feder fallen lassen. Oh, ernsthaft mit der Feder? Was ist mit Leuten, die sich nicht eine Feder geholt haben? Ich verstehe es immer noch nicht irgendwie. Der Bosskampf kann sich dadurch ewig ziehen, wenn du so wenig Schaden machst. Dreimal ungefähr können wir immer treffen, so oft mehr wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5 können wir, okay. Obwohl die spektakulär haben sie den Kampf nicht gemacht. So ein bisschen wie der Entwickler, der Hacker. Oh really, mehr auf einmal? Na komm. Dann fand ich den Boss Rush jetzt viel besser irgendwie. Und das ist. Okay. Ja, haben sie ein bisschen umgeändert, die Attacke von ihm. Ist eigentlich nicht so. Und da tut es auch viel schneller wechseln zwischen den Attacken, fällt mir auf.
geschafft. Nochmal da was, das ist gechillt, weil hier müssen wir einmal rüberfliegen. Okay, noch zweimal ungefähr. Noch einmal. Ah fuck, zum Schluss treffen gelassen. Wir werden das jetzt nicht. Wir wissen gar nicht. Wir wissen es nicht. Also. Wir setzen einfach darauf, dass wir Dings brauchen. Feder. Ich will jetzt gar nicht probieren mit der Vollblume. Fuck. Fuck. Doppelfuck. Jetzt lass mich noch treffen, weil ich will, dass ich kurz zum Ende bin. Wir machen das gerade viel zu leicht. So. Wupp. So, und jetzt kommt der Endschlag. Dann haben wir das Spiel durch. Zack. Und besiegt. Ciao, Hand. Wir haben es endlich geschafft. Super. Hat ja überhaupt nicht lang gebraucht. So, das Ending. Spur ich vor? Oh ne, da ist noch Story. Master Hand wurde besiegt von Mario Bros. Und... Achso, Unfrieden wurde wiederhergestellt. So, jetzt kommen Credits. So, dann fange ich jetzt erstmal an zu labern über meine Bewertung. Die Sprites waren awesome. Die Musik war awesome. Das Design war geil. Das Thema hat mir super gefallen. Super Smash Bros. Die ich fange erstmal nur mit Pluspunkten an. Erstmal Spiel schön reden. Man wurde mit Items zugespammt, fand ich ein bisschen übertrieben, aber es ging, ist noch so ein Mittelding. Das Level-Design habe ich glaube ich schon erwähnt, das war super. Es gab eine ordentliche Anzahl Level, für mich aber ein bisschen zu lang war es für meinen Geschmack. Ja, ein Switch Palace war extrem schwer versteckt, und zwar der im Schloss, darauf muss man erstmal kommen. Und sonst das wie Target Break und so, das hat mir super gefallen. Oder dass wir die 50 Münzen einsammeln, das ist eine schöne Idee. Der Boss Rush zum Schluss war eigentlich ganz okay, nur... Okay, daran hat mir eigentlich gefallen, dass er die Bosse genervt hat. So, und jetzt zu den Minuspunkten. Die Bosse waren... nicht alle Bullshit, also... sagen wir 50-50. 50% der Bosse waren recht gut gemacht und die anderen waren einfach purer Crap Bullshit. Da kann man einfach nichts Gutes zu denen sagen. Sonst, die Angriffspattern der verschiedenen Gegner, die Anzahl der Gegner, die neu eingebrachten Gegner durch den Hack sind gut gelungen, haben schöne Schwierigkeiten geboten an manchen Stellen. Und sonst hat der Hack da und hier so ein paar kleine Fehler gehabt, aber auch wiederum kleinere Pluspunkte und ein paar schöne Pluspunkte fürs Design, auch kleinere Designlücken, die nicht so toll sind. Deswegen würde ich jetzt im Großen und Ganzen den Hack... Ach nee, doch ein ganz großer Minuspunkt, was euch ganz sicher zum Schluss aufgefallen ist. Es hat sich noch gezogen in die Länge. Er hat immer nur noch die geraden Level gemacht und ist mit Gegner vollgestopft. Das war nicht mehr so toll. Aber naja. Also ich würde dem Hack eine 7,5 geben. Ja. 7,5 von 10. So. The End. Damit würde ich sagen, ich bin Yano Karuzuno. Das war Master Hand's Doomsday und wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten. Bis dahin und tschü tschü.